Ist das jetzt richtiger Nebel oder ist es nur englischer Nebel? Ich habe keine Ahnung. Wir gucken einfach mal. So, ich gehe mal zum Auto. Ich guck einfach mal. Ich bin jetzt todesmutig. Oh nein. Bin ich todesmutig. An dem laufe ich vorbei. Nein, du siehst mich nicht. Ich bin gar nicht hier. Nö, nö, nö. So. Klassisch dran vorbei. So. Boah, ey, der Nebel ist aber hier richtig hart, oder? Wow, also Sichtweite ist hier sehr dünn. Extrem dünn. In der 4 hörst du das an den Vögeln. Wenn die Vögel weg sind, oder was? Da. Stimmt. Ciao. Haha. So, hinlegen und pennen. Ciao. Ist euer Nebel wieder weg? Nein. Hallo. Wo seid ihr denn? Oh, schönen guten Tag, werter Herr. Was kann ich Ihnen denn tun? Außer Ihnen auf den Schädel zu hauen. Das wäre ein probates Mittel. Naja. Finde ich aber schöner als dieses Geräusch, halt eben diesen Hintergrundsound aus der 05, wo man dann halt eben dieses Rauschen halt hat, ne? Finde ich hier schöner, dass man das anhand der Vögel halt eben hört. Oder beziehungsweise nicht hört. Finde ich einfach realistischer. Also, was heißt realistischer? Aber finde ich schöner gemacht. Weiß nicht, warum er sich dazu entschieden hat, das zu ändern. Naja gut. Ist halt so, ne? So, wir installieren mal noch 2 Räder. Dann brauche ich nur noch einen Motor und ein bisschen Benzin und dann geht's hier ab. Und ich sollte, glaube ich, langsam mal nach Hause gehen. Es ist schon 5:30. Ach, guck mal. Das hat ja jetzt hier, wie hieß das Spiel nochmal? Firewalk? Nee, wie hieß das nochmal? Ah, wie hieß denn das andere Spiel nochmal? Das haben wir auch gespielt. Wie hieß das? Watchtower? Nee, irgendwas mit Fire hieß das, glaube ich. Ich weiß es aber nicht mehr. Das hat so gerade so diese Vibes gehabt von dem Spiel. So, hier mit diesem Sonnenuntergang und so. Das sah gerade so aus. War ich jetzt da drüben schon? Ich glaube ja. Ich gehe mal nach Hause. Firewatch, danke. Genau. Sehr schönes Spiel. Es hat so diese Vibes gerade hier. Wie gesagt, das sah so vom Artstyle und so sah es jetzt hier gerade so aus. Ja, ja, ja. Habe ich eigentlich mein Bett schon fertig? Nein. Aber das kann ich jetzt fertig bauen, glaube ich. Complete. Ach, es fehlt noch ein Brett. Ah! Ich habe kein Brett mehr. Oder doch? Nein, ich habe kein Brett mehr. Scheiße. Na gut. Okay. Dann gehe ich halt eben Baum schlachten. Aber ich glaube, ich brauche dazu eine Säge. Ach, wir gucken einfach mal. Ich schlachte jetzt mal einen Baum und dann gucke ich mal, was draus wird. Ich habe noch keine Ahnung. Gibt's hier auch diesen Bug? Ne, hier gibt's diesen Bug nicht. Okay. Er ist auch noch mit der 05 reingekommen, dass man offensichtlich diese Animation abbrechen kann. Viele Bugs reingekommen. Offensichtlich. Baumfeld! Timber! Kann ich damit ein Bretter machen? Oh ja. Hä? Achso, ich brauche die Säge. Habe ich die Säge mitgenommen? Diese kleine Krabbelbugs. Ja. Ja, ich habe sie mitgenommen. Yippie! Ich kann mir Bretter machen. Ich würde gerade sagen, kann mir Bretter nageln. Blödsinn. So. Ach, hier unten steht das auch mit Cold. Aha. So, machen wir das Bett. Das Bett fertig. Brett.
So. Wunderbar, unser Bett ist fertig. Und es wird dunkel. Und es wird Nacht. Und des Nachts kamen sie. Und wir haben sie nicht... Entschuldigung. Wollte nicht über sie lästern, werter Herr Vogel. Oh nein. Ich kann ihn nicht mitnehmen. Tschüss, Baumstumpf. Und es wurde Nacht. Und des Nachts kamen sie. In unzähligen Scharen. Und wir hatten keine Chance zu überleben. Nope. So. Ja. Das ist jetzt voll. Schränke sind irgendwie... Sind die jetzt kleiner hier gewesen? Oder kommt mir das nur so vor? Ich weiß es nicht. Guck mal, ich kann die Schränke auch ineinander bauen hier. Hier gibt es noch gar nicht so einen Clipping irgendwie. So, 4 Stück brauchen wir noch. Macht es natürlich einfacher beim Bauen, ne? So, fertig. Ich packe jetzt hier das Holz rein. So. Ich muss jetzt mich gerade erstmal so ein bisschen orientieren. Das ist gar nicht mal so einfach, wenn man so viel Krempel schon wieder hat. So, wir brauchen auf jeden Fall irgendwie noch so Rucksack-Upgrades. Passend zur Nacht, fertig gemacht. Frau Schafi nun Schlafi macht. Habt bitte noch viel Spaß und eine gute Nacht. Ja, gute Nacht, Frau Schafi, ne? Schlaf schön und ich sag mal bis gleich. Ich lege mich jetzt auch hier hin. Und wir schlafen einmal 10 Stunden. Force wake up, heard something. Oh. Ich höre Stimmen. Ich habe gerade Stimmen gehört. Oh, wie fies. Da waren wieder Zombies. Okay, also es ist genauso, wie ich gesagt habe. In der alten Version gab es offensichtlich auch nachts Zombies. Aber wo sind die denn jetzt? Jung, wo bist du denn gestorben? Was ist denn der? Leiche liegt hier keine rum. Was? Ach, das ist die Schubkarre. Die Schubsekarre. Ja gut. Also offensichtlich sind Zombies des Nachts gekommen. Und wollten uns verspeisen. Aber, ja. Beim Wollen ist es geblieben. Huh. Ich habe aber, wie gesagt, auch keine Ahnung, wo jetzt die Leichen von den Typen sind. Vielleicht sind sie auch einfach weggegangen. Das klang auf jeden Fall ekelhaft. Das klang wirklich sehr, sehr ekelhaft. Bzzzt. Naja, gut. So, speichern nochmal. Wir gehen nochmal Richtung Stadt, beziehungsweise Richtung Motel. Mal gucken nochmal. Ich weiß halt nicht, ob die jetzt auch hier überlebt haben könnten, theoretisch, die Zombies. Oder ob die dann einfach... Sinn. Komme ich jetzt hier wieder runter? Ach, hier. Ist natürlich jetzt voll blöd, dass der olle Kackbär an dem, an der Tankstelle rumchillt. Ah. Au. Fuck. Das war nicht so toll. Yippie. Ich trottel. Ich wusste das, wenn ich da runterfalle, ich mir die Knochen breche. Ah. Jetzt kann ich nicht mehr rennen. Hat gerade was geblinkert. Ach, das ist ein brennendes Fass. Ich kann ja mal hier in dem Haus gucken. Vielleicht finde ich zufälligerweise Sachen zum Heilen. Achso, das ist nur so ein Plastikauto, kann man nicht auseinandernehmen. Ach, ich will die ganze Zeit rennen, aber es geht nicht. Warte mal weg hier. Guck mal, da ist eine Kiste. Nee, ein Koffer ist es. Ein Koffer. Vielleicht ist in dem Koffer was zum Heilen drin. Aber es ist zum Essen drin, das ist doch schon mal gut.
Ich könnte mich ja theoretisch einfach hier hinlegen und könnte sozusagen schlafenderweise das heilen lassen. Ach, guck mal, hier gibt es sogar noch ein Obergeschoss bei dem Haus. Guck mal gerade. Das ist aber auch wieder anders, oder? Der hat auch nochmal die Gebäude geändert. Aber, hä? Ja, hier kommt man drüber. Er hat auch das Gebäude geändert. Das ist ja interessant. Hier ist auch gar keine Tür drin. Warum das denn nicht? Ich esse das mal gerade. Vielleicht hilft das beim Heilen. Ich glaube zwar nicht, aber vielleicht. So, und dann können wir hier noch was trinken. So, theoretisch könnten wir uns jetzt hier hinschmeißen zum Heilen. Ich möchte aber ehrlich gesagt nicht mich hier hinschmeißen zum Heilen, das ist ja langweilig. Wir laufen einfach noch ein bisschen rum. Ich kann, wie gesagt, zwar jetzt nicht rennen, aber was soll's. So, hier ist, glaube ich, jetzt schon direkt die Tanke. Na, laufen einfach mal dahin. Und, ja, gucken wir. So, da drüben ist wahrscheinlich wieder irgendwo dieser blöde Bär. Ich sehe ihn leider nicht. Ich dachte, ich sehe ihn hier durch den Maschendrahtzaun, aber... Nöp. Bist du hier? Vielleicht habe ich Glück und finde hier was zum Heilen. Hm. Ein Brett, noch ein Brett. Wenn er nicht gerade hier rumeimert, der Typ. Hallo? Könnte ich vielleicht hier was zum Heilen finden? Das? Ach, das ist eine Dose, eine kaputte. Sah gerade irgendwie komisch aus. Lag hier irgendwas? Habe ich hier nicht gerade was aus dem Augenwinkel gesehen oder irgendwie so zum Aufheben war? Nee. Gut, scheinbar nicht. Also wenn jetzt der Bär ankommt, habe ich echt die Arschkarte, ne? Ich wollte es nur gesagt haben. Falls er jetzt hier ums Eck kommt, bin ich geliefert. Hallo? Ich kann hier leider nicht durchgucken. Schade. Na gut. Das ist ja doof. Aber hier ist was zum Trinken. Lappen. Und das? Spray Paint. Ah, Sprühfarbe. Aha. Brett. Das Nähzeug. Kann ich mir eventuell aus Nähzeug und Lappen irgendwie was zusammenbauen? Einen Verband oder so? Würde ja Sinn machen, ne? Gleich mal gucken. Aber warum guckt denn hier so das Gras durch? Was ist denn das für ein Quatsch? Seht ihr das? Hier guckt das Gras durch. Na gut, von mir aus. Herr Bär? Ich sehe den Bär nicht mehr. Oder ist er das da hinten? Neben dem Auto? Nee, ne? Oh. Er ist weg. Ich glaube, er ist weg. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er ist weg. Vielleicht habe ich ihn auch angelockt oder so. Ich weiß es nicht. So, kann ich mir hier irgendwie was bauen zum Heilen? Er braucht zwei Brews. Ah, okay. Also man könnte theoretisch was machen. Aber ich bräuchte zwei Brews und ich habe keinen Brews. Kein Alkohol. Hier ist ja, in dem Laden gibt es ja einfach nichts mehr. Hier ist ja alles weggelootet. Hat ja nur noch das Wichtigste dagelassen. Das Unwichtigste. Ah, hier ist noch ein Rad. Kann ich nicht mitnehmen. Was ist dieser scheiß Bär? Den Bär sehe ich nicht mehr. Hm. Also gibt's heute keinen Verzehr. Da wird das Überleben schwer. Und ich reime besser nicht mehr. Da ist er. Da hinten latscht er rum, der Fettsack. Hey, ich hatte dich im Auge, du. Ach, geh mal raus aus meinem Auge. So, hier war auf jeden Fall noch Zeugs. Und zwar nicht so knapp. So. Okay. Nö. Ich gehe, glaube ich, erstmal nach oben.
nicht weiß, ob der Bär mir da hinterher kommen kann. Da kommen wir nicht rein. Da kommen wir überall nicht rein. Hier kommen wir rein. Hallo? Keiner drin. Guten Tag. Ne. Wieder ein Lappen. Components. Noch ein Hammer. Was will ich mit noch einem Hammer? Voller Hammer, ey. Jetzt habe ich 3 oder so, glaube. Nee. Lass ich lieber mal da. Ich bräuchte noch einen Rucksack. Das ist hier irgendwo einer. Das wäre ja sinnvoll, ne? Wenn hier irgendwo einer rumliegen würde. Oder noch mehr Schuhe. Oh, geh auf. Ich glaube, ich weiß, warum man die Schränke in der neuen Version ausgebaut hat. Es ist super schwer, die zu öffnen. Nochmal einen Lappen. Noch eine Dose. Mach gerade die Tür zu und trink mal gerade. Obwohl ich es nicht müsste. Ach, dann esse ich lieber mal den Riegel. Der hat jetzt gar nichts gebracht? Wow. Das war wahrscheinlich ein oller Riegel. Okay. Na gut. Dann wieder raus. Ist hier noch irgendwo so ein Zimmer, wo wir reinluschern können? Hier. Ruhig! Aber kann das sein, dass er das Haus von unten einfach nur nach oben gespiegelt hat? Also Copy-Paste? Kommt mir gerade so vor. Ich weiß nicht warum. Hallo? So, sind Streichhölzer. Ich habe keinen Platz für Streichhölzer. Ah, hier. Guck mal. Treatment. Nope! Was ist das? Was ist das? Sieht aus wie Painkiller, oder? Könnte ein Painkiller sein. Hm. Noch mehr Lappen. Ey, wie viele von diesen Kacklappen finde ich denn hier noch? Ja, was zum Heilen! Aber das kann ich nicht benutzen zum Heilen, ne? Ah. Das kann ich nicht benutzen zum Heilen. Na. Nee, ich brauche unbedingt entweder Booze oder Taking Pills. Ich habe aber leider keine solchen Pills. EP. Wo ist der blöde Bär? Keule drin und ein Koffer. Da würde ich gerne mal rein, aber ich weiß nicht, ob ich mich gegen die verteidigen kann mit der Axt. Das ist mir einfach zu heiß. Batterien kann ich, glaube ich, mitnehmen, ne? Nein? Ich kann Batterien nicht stacken? Oh Gott. Ja, yippie. Klar, kann man natürlich nicht stacken. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, Batterien übereinander zu stapeln. Hier ist noch was zu essen. Sollte vielleicht mal was zu essen tauschen gegen was zu trinken. Nur für den Fall der Fälle. Habe ich dich schon untersucht? Hm? Glaube ja. Komme ich da noch ran? Noch irgendwie eine Schublade oder sowas? Nee, keine Schublade. Schade, schade. Keine Lade. Ach komm. Geh. Geh zu, du Kacktür. Au. Das ist nicht nett. Das ist absolut nicht nett. Aua. Aua. Was habe ich dir denn getan? Läuft der rückwärts? Ja, da ist er wieder. Vor allen Dingen, was für ein Radius der mich gesehen hat, der Arsch. Fucking Bär. Wenn ich das nächste Mal komme und eine Knarre dabei habe, ist sie nicht mehr so groß und stark. Arschloch Bär.
Ich muss mich leider erstmal hier irgendwo hinhauen, damit ich diese Wunden geheilt bekomme. Komm ich auf das Bett. So. Kann mich hier mal hinlegen, ja? Super. So, was? Scheiße, steht nicht da, wie lange ich mich heilen muss. Ich probiere mal 7 Stunden. Vielleicht haben wir Glück und es reicht schon. Oh, Bein ist immer noch verdingst. Habe ich das nicht eben gemacht? Ich habe mich doch eben oh, nö. Ich habe mich doch eben zusammengeflickt. Was soll denn der Kack? Ach, Mist. So. Wieder Ruhe. Hallo. War ich hier irgendwo schon drin? Hä? Ich glaube ja. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es mir nicht gemerkt, ob ich jetzt hier drin war oder nicht. Wounded Leg. Oh, wie komme ich jetzt an diesem blöden Bären vorbei? Oh Mann. Aber was der auch für einen Radius hat, das Arschloch, ne? Das ist nicht nett. Bären sind echt nicht nett. Ich lege mich auch nie wieder mit einem Bären an. Außer ich habe die passende Knarre dabei. Lass mich hier rein. Ja, schade. Geht nicht. Ich gehe dann mal. Da ist nichts mehr drin. Ich war mir gerade unsicher. Oh, hier ist ein See. Ich sehe einen See. Geh mal gerade gucken. Ob es hier noch irgendwas gibt, irgendwas Schönes, aber irgendwie gibt es nichts an diesem See, wie es mir erscheint. Gar nichts. Gar nichts. Oh, ich darf nicht so viel rennen, weil dann steigt dieser Balken da an. Aber wenigstens kann ich jetzt wieder rennen. Brauche unbedingt eine Bandage. Aber für eine Bandage brauche ich Alkohol. Und ich habe keine Ahnung, wo ich den jetzt herbekommen soll. Offensichtlich gibt es keinen Alkohol hier in freier Wildbahn. Oh, was ist das? Banditencamp? Sieht nicht so aus, ne? Oh nein, hier ist noch ein Auto. Hier ist ein zweites Auto. Ach, hier ist der SUV. Genau. Okay. Geil wäre das, wenn man so eine Karre hier fahren könnte. Das wäre mal toll. Wäre zu schön. Ich brauche unbedingt immer noch irgendwie so Erweiterungen für den Rucksack. Ich habe zu wenig Platz für Loot. Das ist nicht gut. Da hinten das weiße Haus. Nee, ne? Ist es nicht. Ich glaube, das ist ein Banditencamp. Ich sehe zwar keinen Banditen, oder doch? Habe ich gerade einen laufen sehen? Ich glaube, da ist gerade einer lang gelaufen. Ich muss das gerade mal beobachten. Ich glaube, das ist ein Banditencamp. Weil das so verbarrikadiert ist. Aber ich sehe keinen. Ich sehe keinen Banditen. Ich gehe mal hin. Da ist auf jeden Fall ein Haus. Ist das jetzt ein Banditencamp oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Aber es sieht so verbarrikadiert aus. Und ich glaube, normale Häuser sind nicht verbarrikadiert. Hallo? Kann leider nicht drüber gucken.
Ja, Banditencamp. Ciao. Hab einen stehen sehen. Da stand einer rum. Mit denen werde ich mich nicht anlegen. Das ist mir zu heiß. Boah, hier in der unmittelbaren Umgebung von denen zu wohnen, ist glaube ich auch nicht so gesund. Das kann ich hier aufsammeln. Was liegt denn da? Da liegt doch was. Ich habe keine Ahnung, was da liegt. Da liegt auf jeden Fall irgendwas. Ah, sehr gut. So, zwei weitere Slots für den Rucksack. Schon mal wenigstens etwas. Wunderbar. Ich kann hier trotzdem nichts mitnehmen. Weil hier einfach nichts liegt. Schwierig, schwierig. So, hier haben wir die nächste Bude. Aber wie gesagt, die wäre mir, glaube ich, persönlich ein bisschen zu nah an den Banditen. Ich weiß nicht, wie ihr das... Okay. Die können hier wohnen, von mir aus. Aber so eine Nachbarschaft möchte ich auch nicht unbedingt haben. Ne. Oh, guck mal hier. Schönes Häuschen am See. Schön. Da ist noch ein Haus. Oh, ey, diese Karte gefällt mir so viel besser als die andere von der 05. Oh, ist das schade. Warum kann man das... Ach, naja. Darf ich was zu der Version sagen? Ja, gerne, Silber. Mach ruhig. Immer gerne. Ach, Mensch. Da ist nochmal ein Haus. Ich glaube, das ist das weiße Haus, oder? Guck mal. Ja, das ist das weiße Haus. Das ist das weiße Haus. Schön. Also, das weiße Haus ist im Prinzip das, was hier so quasi das Nonplusultra darstellt, wo man wohnen kann. Schau mal auf den Wohnwagen nach. Okay, mache ich gleich. Aber hier das weiße Haus ist im Prinzip so das Nonplusultra, wo man wohnen kann, weil das ein sehr großes Haus ist. Hier bekommt man alle, NPCs unter. Und hier lässt sich schön wohnen, weil man kann das nämlich einrichten und man kann denen sagen, wo sie schlafen sollen. Ja, das kann man hier. Und man hat hier sehr viel Einrichtungsgegenstände, wie man sieht. Vielleicht sollte ich einfach hier wohnen. Guck mal, hier sind zwei Hämmer und zweimal Munition. Nee, doch nicht. Ich habe mich verklickt. Entschuldigung. Aber hier ist noch was. Ich soll auf den Wohnwagen nachschauen. Das ist ja auch wieder so eine Frechheit. Warum baut man sowas auf die Wohnwagen? Hier ist was zum Mampfen. Den Ofen nicht. Boah, diese eingerichtete Küche. So, einmal treaten. So, ist es verbunden jetzt? Jetzt müsste es ja eigentlich wieder gehen. Was war denn das hier oben? Was ist das? Icon-Test. Ach, Salz. Icon-Test. Was? Okay. Icon-Test. Gut. Warum auch nicht? So, hier gibt's keinen Keller. Noch nicht. Ach, schön, ey. Ja, das ist, wie gesagt, dieses sagenumwobene weiße Haus. Hier wohnen die meisten Leute. Entweder hier oder beim Motel, soweit ich das gelesen habe. Das sind so die beiden beliebtesten Spots gewesen in der Version. Weil, wie man sieht, hier echt ein großes Haus, ne? Also hier lässt sich super wohnen. Super einrichten. Und wird das gerade dunkel oder ist das einfach nur die Scheiben? Ne, das sind die Scheiben, okay. Ja, also... Wenn ich theoretisch weiterspielen würde, würde ich mir das auch einrichten. Hier ist nämlich auch noch eine Garage bei. Kann man nochmal schön alles abschließen. Guck mal, und hier ist echt super viel Platz. Naja. Aber leider gibt's hier nichts. Hier ist nichts. Man kann hier wohnen, aber das war's auch. Pack mal meine Axt wieder weg. So, was ist da drüben noch? Da ist noch irgendwas. Ach ja, Wohnwagen sollten wir ja gucken, ne? Dann lass mal hier rüber. Das sieht mir nicht geheuer aus. Ist das eine Basis? Mein Problem ist gerade, ich würde unheimlich gerne das Spiel weiterspielen. Aber auf der anderen Seite
möchte ich diese Karte lieber erkunden, wenn sie dann mal fertig ist. Wisst ihr, was ich meine? Weil jetzt ist sie ja... Naja. Es fehlen ja so ein paar Sachen, die man in der neuen Version machen kann. Die fehlen hier ja leider. Und... Ja. Ich weiß nicht warum, aber... Ich würde mir das lieber in der neuen Version anschauen. Das Stein. Okay. Zwiespalt. Ich weiß nicht, ob das hier ein Banditencamp ist. Das sieht aber nicht so aus. Ich sehe hier niemanden. Ich sehe hier niemanden. Da kam gerade irgendwas von oben runtergefallen. Das habe ich gesehen. Was war das? Hier, der Stein. Kam gerade von oben runtergefallen. Aber das ist doch auch schon mal geil hier. Warum ist denn sowas nicht in der neuen Karte drin? Ey, das ist so... Oh. Hier ist ein Rucksack. Oder wie geil ist denn das bitte, dass man hier einfach mal so ein Militärcamp hat? Das erzählt doch eine ganz andere Story zu diesem Spiel, als dass die Version 05 macht. 05 erzählt null Story. Das ist einfach nur so eine dahingerotzte, lieblose Map. Ich weiß nicht, warum man das hier verworfen hat. Das ist mir so ein absolutes Rätsel. Oh, nee, ey. Guck mal, eine Kiste. Eine Knarre und eine Schutzweste. Nicht mehr 4% drauf, aber es ist eine Schutzweste. Ich habe aber leider keine Munition dafür, glaube ich, oder? Nee, leider nicht. Aber wie schön ist diese Karte? Wie schön ist diese Karte einfach? Es ist wirklich traurig. Aber man kann halt wirklich nur hoffen, wie gesagt, mit der 06 sollen die Karten ja zusammengeführt werden. Und ja, auch wenn das noch ewig dauert wahrscheinlich. Alter. Warum das nicht die aktuelle Map ist, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es leider nicht. Ich weiß es nicht, warum er das so gemacht hat. Das ist halt ein absolutes Rätsel. Kann ich hier auch nicht reintun. Kann ich noch irgendwas auseinandernehmen? Hä? Harvest. Und irgendwas auseinanderbauen? Ne, das geht leider nicht. Ich würde gerne was davon noch mitnehmen, aber es geht nicht. Es ist ja eigentlich auch... Hä? Was das denn? Denn ist einfach nur eine Wand. Hier stehen Klohäuschen. Nichts drin. Hier ein Ventilator. Ich hätte mich gewundert, wenn der jetzt gelaufen wäre. Und hier hat man einfach zugemacht. Okay. Einfach mal zugemacht mit einer Barrikade. Du kommst hier nicht durch. Kann man da nicht durchluschern? Ach so, da ist die Karte zu Ende. Aha. Okay, na gut. Schön gemacht, auf jeden Fall. Na gut, na gut, na gut. Tja. Ich würde sagen... Ich renne nochmal gerade darüber. Wir müssen aufpassen, dass ich mir die Knochen jetzt nicht komplett breche. Aber das finde ich jetzt hier zum Beispiel wieder schade. Das wäre ein optimales Lager für Banditen, ne? Also, wenn ich jemand wäre, ein Bandit oder irgendwas, keine Ahnung, ich glaube, ich würde mich hier in sowas verstecken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, in der Apokalypse würde ich mich, glaube ich, bei sowas hier aufhalten, weil theoretisch hier findest du ja auch jede Menge Zeug und so. Ich meine, klar, die haben hier schon alles gelootet, ne? Aber hier hast du einen Generator. So ein Generator, ne? Ja, ein Generator. Du hast hier die ganzen Fahrzeuge, die ganzen Militärfahrzeuge. Wahrscheinlich, ich weiß halt nicht, wie das ist, aber die werden wahrscheinlich noch laufen. Ich meine, ja, könnte man sich doch nehmen und könnte damit rumfahren. Solange man damit fahren kann, warum nicht? Ne, also solange man noch Sprit dafür hat, könnte man damit rumfahren. Ich glaube, also ich würde mich hier auf jeden Fall... Geh doch mal da hoch. Komm ich nicht hoch. Ich würde mich hier quasi einzecken und würde hier wohnen. Das wäre meins. Hier ist zwar nicht sehr viel, aber du hast die Zelte. Ich meine, klar, im Winter ein bisschen doof. Im Winter ein bisschen doof, aber dann könntest du dir den Generator mitnehmen, könntest dann halt in so einem Haus wohnen.
Naja, gut. Ich würde sagen, ich klettere mal jetzt hier hoch. Und ja, okay. Der Igel wohnt jetzt hier. Das ist jetzt mein Truck. Okay. Ja. Also, ich glaube, das soll es erstmal gewesen sein. Es ist schade, wie gesagt, dass diese Version, ja, dass die halt einfach, also die Kartenversion, dass die halt einfach verworfen wurde, zumindest jetzt teilweise. Und dass man jetzt halt eben mit dieser grabbeligen Map da rumspielen musste, wo man nicht sehr viel zur Verfügung hat. Und das finde ich halt einfach schade. Und es, ich meine, die Stärken von der 05 und der 04 zu nehmen und halt einfach die Karte hier zu erweitern, das wäre doch jetzt nicht das Problem gewesen. Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass die Unreal Engine 4 einfach nur ein begrenzt großes Areal kann. Vielleicht hat man das deswegen gemacht und hat dann gesagt, ja, das Spiel ist jetzt nun schon seit, ich weiß nicht, wann die 05 rauskommen, aber ich glaube, es war irgendwann im letzten Jahr, wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht hat man dann einfach gesagt, so, ja, okay, ich will mal eine neue Karte für euch bieten, damit ihr nicht immer auf derselben Ollenkarte hier rumspielen müsst, die jetzt schon seit 4 Jahren draußen ist. Vielleicht war das der Grund gewesen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich finde es trotz alledem schade, dass man das hier nicht einfach genommen hat und hätte es einfach ein bisschen erweitern können. Wie gesagt, es wäre schön gewesen, wenn hier eine Karte drin wäre, weil ich kann hier keine Karte aufrufen. Es geht nicht, ne? Aber über K geht das nicht. Leider, leider, leider. Es ist halt einfach so, wie es ist. Es ist schade, aber mit der 06 werden die Karten zusammengeführt, also die Maps werden zusammengeführt und es gibt eine riesige Map. Es ist dann Unreal Engine 5 und was weiß ich nicht alles. Wenn es dann soweit ist, vielleicht gucke ich es mir dann nochmal an, aber ich glaube nicht mehr im Stream, weil im Stream, wie gesagt, wir haben jetzt 34... Streams gehabt, über ein halbes Jahr gespielt und ich bin jetzt erstmal fertig mit dem Spiel und denke, das reicht jetzt erstmal. Ich meine, klar, man kann immer noch ein bisschen was bauen, man kann immer noch dies, das machen, aber am Ende läuft es immer nur darauf hinaus, Tiere töten, um Essen zu haben, Ressourcen beschaffen, Loot Reset machen, weil man nicht genügend Ressourcen hat unter Umständen oder halt eben in der Mine hin und her. Ist auch nicht so toll. Und am Ende irgendwas bauen. So, und mehr ist es vom Prinzip her nicht, ne? Mehr bietet das Spiel nicht. Es bietet halt noch keine Story und kein gar nichts, aber das kommt alles. Das kommt alles, das weiß ich, aber die Frage ist halt einfach, wie lange wird das dauern? Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt erstmal, bei mir ist so ein bisschen die Luft raus, ich habe das die letzten Male gemerkt. Und deswegen werde ich jetzt an der Stelle einfach erstmal einen Cut machen und keine Ahnung, wann wir das nächste Mal reinschauen. Vielleicht mit der 06, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht. Und deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, wir kommen jetzt erstmal zum Ende von Mist Survival. Und ja, auf YouTube vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn wir irgendwie sowas in der Richtung machen. Auf dem Kanal wird es jetzt hier auf jeden Fall erstmal ruhiger, weil ich jetzt nicht mehr die Zeit habe, diesen Kanal zu bedienen. Aber es wäre schön, wenn ihr weiterhin Abos bleibt und wenn dann irgendwas kommt, Neues, könnt ihr auf jeden Fall gerne weitergucken.